Hallo liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich heute. In dem Video heute geht es darum, wie ich mein Handy hier vorne an meiner Vespa angebracht habe. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal auf einer Tour ein paar Aufnahmen gemacht, wie die Halterung angebracht ist, wie man das Handy dran macht und noch ein paar Gedanken dazu. Und das will ich euch heute dann mal zeigen. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, Leute. In den letzten Videos bin ich sehr häufig gefragt worden, was ich für eine Handyhalterung verwende. Und darum geht es heute in diesem kurzen, kleinen Technikvideo. Ja, ihr habt ja jetzt die Halterung gerade schon gesehen. Das ist eine SP Connect Halterung. Diese Advanced Mounting Halterung. Den Link dazu, den hänge ich mit in der Videobeschreibung rein. So. Im Prinzip ist das relativ simpel. Das Ding wird geklebt. Es ist so ein bisschen auch in der Form so vorgebogen, wird da drauf geklebt. Und ihr habt dann hier ein Verbindungssegment und hier ist dieses Trägersegment mit der Kugel, wo die Kugel dran ist und dann die Grundplatte, wo dann das Handy drauf montiert wird. Ihr braucht natürlich dementsprechend die passende Handyhülle dazu von SP Connect. Ja. So, und dann müsst ihr so ein bisschen ausprobieren hier, es hängt so ein bisschen davon ab, ne, wie groß euer Handy ist und dann müsst ihr das dementsprechend was positionieren. Interessanterweise hatte ich bei der Blue Alley, also vorher mit der 125er, wohl ein etwas anderes Windschild, was ein bisschen anders geformt war, und da reichte hier diese kleine Halterung mit der Kugel, die dann hier unten direkt dran montiert worden ist. Jetzt mit dem neuen Windschild hier dran, da passt das nicht mehr, weil das Handy ist ja relativ hoch. So, und dann wird das einfach hier drauf gedrückt und dann halt SP Connect mäßig verriegelt. Das ist eigentlich schon alles. Das ist das ganze Zauber und Zinnober von dem Teil. So, das ganze Konstrukt wackelt so ein bisschen immer, ne? Auch wenn man über ein Schlagloch fährt oder so. Also, aber das ist stabil, das hält. Ne? Da geht nichts hier an dieser Platte. Da ist so ein 3M-Klebepad ist dabei, wird direkt mitgeliefert. Ja? Das Ding ist unwahrscheinlich stabil. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber ist nicht gut für die Kamera und. Die gehen dann kaputt. Nein, das ist nicht immer hundertprozentig gesagt. Also diese Berichte, die man gehört hat, das ist auch von älteren Kameras. Und meiner Meinung nach ist das von Kameras auch nur, die eine mechanische Bildstabilisierung auf der Linse haben. Also im Prinzip gibt es die haben so eine kleine Art Federschieber, da wird die Linse stabilisiert. Wenn ihr eine elektronische Stabilisierung in der Kamera habt, so wie mein iPhone, das iPhone 12, das einfache, und keine mechanische Stabilisierung, da passiert nichts, Leute. Ich fahre schon seit, seit Beginn der Blue Alley mit so Halterung hier vorne drauf. Ihr kennt das von mir. Also meine Kamera funktioniert immer noch. Ne? Aber wenn ihr eine mechanische Halterung habt, ja, dann weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Denn es gibt von SP Connect ja auch Halterungen. Also hier diese Trägerplatte, da ist so ein Stoßdämpfer, sag ich mal. Eine Stoßdämpferplatte ist dabei, die Stöße sowas abfedert. Ob das so hundertprozentig funktioniert, sei dahingestellt. Aber das gibt es nicht für diese Halterung, also für diese Advanced Mount. Hier für dieses Teil gibt es das jedenfalls nicht. Ne? Wie gesagt, es sieht ein bisschen wüst aus, wenn man mal über Schlaglöcher oder Hubbel fährt, dann vibriert das Ganze auch schon mal, aber es passiert nichts. Ne? Absolut stabil, finde ich klasse. Lieber wäre es mir auch wieder gewesen, wenn ich jetzt nur hier diesen Ballhalter hier hätte hier unten dran machen können, ja, und das dann hier weg wäre. Aber wie gesagt, Leute, also das funktioniert, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin sehr zufrieden mit der Halterung, ja, und ja, was soll man sagen? Wie gesagt, ich mache dieses Video, weil halt sehr viele Leute gefragt haben, was hast du denn da für eine Halterung dran, ne? Wie geht das, wie funktioniert das?
Ja, so sieht das aus. So habe ich die Halterung angebracht. Und wenn euch das gefallen hat, ist gerne ein Daumen nach oben, ne? Gerne auch ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.